Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Stärkung der Fusionsforschung auf Weltklasseniveau sowie Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Für einen pragmatischen, innovationsfreundlichen Rechtsrahmen für Fusionskräfte in Deutschland und Europa. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zuerst für die FDP-Fraktion Ria Schröder. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Energieversorgung ist eine der zentralen Komponenten für unseren Wohlstand und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Es muss klar sein, dass wir nicht weitermachen können wie in der Vergangenheit. Nie wieder dürfen wir uns in die Arme von Autokraten begeben, die billiges Gas versprechen. Wir müssen uns unabhängig machen und unsere Energieversorgung diversifizieren. Und wir müssen unabhängig werden von fossilen Brennstoffen. Die Dekarbonisierung unserer Lebens- und Wirtschaftsweise ist durch die geopolitische Lage etwas in den Hintergrund getreten, aber sie entscheidet darüber, wie und wie gut wir in Zukunft auf diesem Planeten leben werden. Dekarbonisierung und Diversifizierung. Wir stellen unsere Energieversorgung neu auf. Das ist gut. Und deswegen müssen wir auch den Blick in die Zukunft wagen. Als FDP-Fraktion sind wir überzeugt, Fusion wird als CO2-neutrale und unerschöpfliche Energiequelle einen wichtigen Beitrag für unsere Resilienz und unseren Wohlstand von morgen leisten. Der weltweite Wettlauf um das erste Fusionskraftwerk hat längst begonnen. Es geht nicht mehr darum, ob das Ziel erreichbar ist, sondern wann und von wem. Für uns ist klar, wir wollen Technologieführerschaft bei dieser nachhaltigen und sicheren Zukunftstechnologie bei uns in Deutschland. Wenn Ihnen das in der Union noch nicht als klares Bekenntnis ausreicht, das Sie in Ihrem Antrag fordern, dann vielleicht diese Zahl. Das BMBF stellt bis 2028 über 1 Milliarde € für die Fusionsforschung bereit. Davon profitieren Max Planck mit Wendelstein 7X, aber auch das KIT und das Forschungszentrum Jülich, die in der Fusionsenergie forschen. Es gibt aber auch immer mehr Start-ups in diesem Bereich, sowohl im Bereich der Magnet- als auch der Laserfusion. Ein gutes Zeichen. Und wir brauchen eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für private Investments und für eine innovationsfreundliche Regulierung auch außerhalb des Atomgesetzes, die Rechtssicherheit für den Bau von Reaktoren sicherstellt. Dafür setzt sich die Ministerin auch ganz persönlich ein. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich danke aber auch der Union für dieses klare Bekenntnis zur Fusionsforschung. Auch weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir daran in Zukunft gemeinsam arbeiten, auch über die Legislaturperioden hinaus. Und ich finde es auch gut, dass wir diese Debatte heute führen, damit Fusionsenergie für immer mehr Menschen nach Science und nicht nach Fiction klingt. Ich will die letzten Sekunden meiner Rede dafür nutzen, einer Kollegin zu danken, die heute ihre letzte Rede halten wird, Nina Stahr, die leider zur Mitte der Legislaturperiode ausscheidet. Wie schade, auch wenn wir uns gestritten haben. Wir haben uns gerne gestritten. Du bist eine sehr geschätzte Kollegin. Ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe auf ein Wiedersehen. Als nächster hat das Wort für die CDU/CSU-Fraktion Thomas Jatzombeck. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gab einmal einen Bundespräsidenten, der hatte das Motto Versöhnen statt Spalten. Das ist, glaube ich, ein Leitmotiv, um zu erklären, worüber wir hier heute reden. Wir reden hier nicht über Kernspaltung, sondern um Kernfusion. Und es ist... Ich sehe interessierte Gesichter hier im Plenum. Ich finde, es ist sehr wichtig zu Beginn zu erklären, dass der Unterschied der Fusionstechnik erstmal darin besteht, dass es erstens kein Risiko für eine Kettenreaktion und den gefürchteten Super-GAU geben kann und zum Zweiten wir hier kein Endlagerproblem mit Atommüll haben. So,
Fusionsenergie ist, wenn es denn dann ans Funktionieren kommt, eine Quelle, die wirtschaftlich sein kann für unendliche Mengen von Energie, CO2-arm bis CO2-frei, die wenig Flächenverbrauch haben wird, die auch keine Konkurrenz haben wird zum Natur- und Artenschutz, wie wir es aktuell bei anderen Dingen erleben, und die uns auch in die Lage versetzen wird, souverän Energie zu erzeugen. Ich finde, das sind 5 sehr wichtige Gründe dafür, das Thema Fusionsenergie nach vorne zu bringen. Und Deutschland ist gut, was die Forschung der Fusionsenergietechnik betrifft. Wir sind hier weltweit anerkannt. Auch viele von denen, die jetzt in den USA an Lösungen bauen, haben zum Beispiel beim IPP von Max Planck ihre Zeit verbracht und Dinge gelernt. Wir haben mit Wendelstein 7X eine exzellente Forschungsanlage und auch weitere in Deutschland. Es gibt 4 Teams, die hier bereits private Investoren überzeugen konnten und an den Start gehen und hier tatsächlich Fusionskraftwerke aus dem Labor in die industrielle Fertigung bringen wollen. Und das liegt auch an den Programmen, die wir in 16 Jahren Union im Forschungsministerium sehr vorangetrieben haben. Und 1 Milliarde, die jetzt in den nächsten Jahren hier investiert wird, ist exakt die Fortschreibung unserer Programme. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Problemen. Am Ende kommen nur 15 Millionen in diesem Jahr dazu. Wenn man das vergleicht mit anderen Haushaltstiteln, ist es nicht viel. Und davon abzuziehen sind noch die globale Minderausgabe, die Inflationswirkung und andere Dinge. Marvel Fusion hat jetzt das erste dieser 4 Start-ups tatsächlich einen Forschungsschwerpunkt in den USA errichtet, weil man sich hier mehr Unterstützung gewünscht hätte, die offenbar nicht bereitgestellt werden konnte. Das bringt uns dazu, in dieser Debatte heute 2 wichtige Punkte noch mal zu machen. Das ist der Kern unseres Anliegens hier. Erstens, es geht darum, hier privates Geld zu akquirieren und nicht nur staatliches. Das Tolle an Fusionsforschung ist, dass es viele private Investoren gibt, die bereit sind, hier ins Risiko zu gehen und nicht immer nur der Staat. Und heute werden diese Investitionsentscheidungen getroffen für eine Technologie, von der natürlich keiner weiß, wann am Ende wirklich diese Kraftwerke entstehen. Aber wenn wir heute nicht die Entscheidungen richtig treffen, dann können wir sicher sagen, sie werden nicht bei uns entstehen. Und wir wollen das Thema Fusion nicht als ein Thema, wo in Deutschland Kraftwerke von amerikanischen Tech-Unternehmen gebaut werden. Wir wollen selber Fusion zum Exportschlager machen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier einen Wettbewerb aufbauen. Technologieneutralität, ein Credo, was ich ja auch von den Liberalen immer wieder höre. Deshalb wollen wir auch, dass 2 Teams und 2 Kraftwerke gegeneinander antreten. Vielleicht Laser gegen Magneteinschluss oder wie auch immer, jedenfalls, dass man offen ist für diese unterschiedlichen Ansätze. Zum Zweiten, und das ist aktuell der allerwichtigste Punkt, steht das Thema Regulierung im Raum. Das Atomgesetz ist offenkundig, dazu gibt es ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, nicht gültig für Fusionskraftwerke. Das ist richtig und wichtig, weil dort Regelungen drin sind, die völlig übertrieben sind. Würde man sie auf Fusionskraftwerke anwenden. Wir brauchen jetzt pragmatische Lösungen, weil wir natürlich hören, dass es Investoren gibt, die sagen, wir glauben daran, dass es in Deutschland Top-Teams gibt, in die würden wir investieren, mit Top-Technologien, in die würden wir investieren. Aber wir sind nicht sicher, ob ihr in Deutschland wirklich es überhaupt erlaubt, so eine Maschine zu bauen, erlaubt zu konkurrenzfähigen Bedingungen. Deshalb ist es heute so wichtig, dass von hier aus, und das wünsche ich mir auch, Frau Ministerin, von Ihnen, ein klares Signal ausgeht, wie der Prozess aussieht für eine Gesetzgebung, für eine Regulierung für Fusionskraftwerke. Entlang des Strahlenschutzgesetzes, das wäre der pragmatische Rahmen. Und das ist der entscheidende Punkt, um tatsächlich diese privaten Investoren dazu zu bringen, in unsere Forscherinnen und Forscher zu investieren und diese Technologie hier zur Reife zu bringen. Wir wollen, dass das Thema Fusion ein Exportschlager made in Germany wird. Und dafür müssen Sie jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle zunächst einmal ganz herzlich und gebe sogleich das Wort an Holger Mann für die SPD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren!
Formal diskutieren wir heute die Förderung der Kernfusion. Und ich würde sagen, diese Debatte könnten wir kurz halten. Denn derzeit unterstützen alle Fraktionen hier im Hohen Haus, auch die SPD, diese Grundlagenforschung. Die Bundesregierung tut dies jährlich mit dreistelligen Millionenbeträgen in der Programmförderung und bei der Agentur für Sprunginnovation Sprint. Zudem fördern wir mit einem Vielfachen über die Finanzierung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, vor allen Dingen bei Helmholtz und Max Planck, sowie im Europäischen Verbund bei ITER. Und das Ergebnis dieser langjährigen Förderung und dieses langjährigen Engagements ist, dass wir bei der Forschung zur Trägheitsfusion international Spitze sind. Darum geht es aber meiner Meinung nach der Union in der Sache nicht, sondern darum, vor der kommenden Bundestagswahl etwas in die Auslage zur Energiepolitik zu legen. Und das Kind, meine Damen und Herren, soll heißen, wir lösen alle Energieprobleme durch Kernfusion. Das Problem nur bei der Sache ist, der Vater heißt Autosuggestion und die Mutter Bilanzfälschung. Denn was würde denn so eine Fokussierung auf Kernfusion bedeuten? In der Anhörung, die wir gemeinsam im Forschungsausschuss hatten, haben selbst die Berufsoptimisten, also die Fusionsforscher und die Firmen, die Technologie zuliefern, ausgeführt, dass es mindestens 10 Jahre lang 1 Milliarde zusätzlich bräuchte, um in frühestens 20 Jahren einen ersten Fusionsreaktor bauen zu können, der Strom liefern könnte. Um das mal in Relation zu setzen, dies ist die gleiche Summe, die wir als Bund aktuell zur Verbesserung der Startchancen in der schulischen Bildung eingestellt haben. Also Geld, das wir brauchen, um den seit Jahren wachsenden Defiziten bei grundlegenden Rechen-, Lese- und Schreibkenntnissen entgegenzuwirken. Sie, meine Damen und Herren von der Union, wollen also Geld umverteilen, mit dem wir dem wachsenden Arbeits- und Fachkräftebedarf in Deutschland entgegenwirken. Und die Union geht weiter. Sie fordert in ihrem Antrag zudem gleich 2 neue Fusionsreaktoren mit konkurrierender Technik. Es geht ja offensichtlich um Reaktoren, die auch Strom produzieren sollen. Wenn ich jetzt mal ignoriere, dass es diese Systeme heute noch gar nicht gibt und alle belastbaren Prognosen von Strompreisen ausgehen, die weit über den heutigen liegen, Fakt ist, dass die Kosten von ITER, der diese Stromerzeugung überhaupt erst demonstrieren soll, inzwischen auf mindestens 22 Milliarden angewachsen sind. Nicht ohne Grund also ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. 22 Milliarden plus X mal 2. In Selbstüberschätzung will die Union das jetzt national doppelt toppen. Wohl dem, der so viele Milliarden im Haushalt findet wie die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Meine Damen und Herren, in der Haushaltsberatung hätte die Benennung dieser Reserven gut getan. Es ist aber noch nicht zu spät, liebe Kolleginnen der Union. Damit ließe sich auch so manches Problem lösen, für das Sie gerade das Wachstumschancengesetz im Bundesrat blockieren. Wir nehmen jedenfalls zur Kenntnis, die Union will anders Prioritäten setzen. Sie überhöhen damit aber jede wissenschaftlich begründbare Erwartung. Sie überreizen die finanziellen Möglichkeiten und setzen auf eine Energieerzeugung der Vergangenheit. Auch das will ich anhand von Fakten kurz untersetzen. Im Jahr 2022 wuchs die Stromerzeugung weltweit um 355 Gigawatt an. 83% davon kommen aus erneuerbarer Energieerzeugung. Auch im letzten Jahr wurden mehr als 4/5 der neuen Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen zugebaut. Kurz gesagt, erneuerbare Energien sind die Zukunft der Energieversorgung. Und bleiben wir bei diesem Ausbautempo, dann könnten wir innerhalb eines halben Menschenlebens die Stromerzeugung weltweit verdoppeln. Wir wollen aber schneller werden und werden das gerade auch mit Wasserstoffhydrolyse, Ausbau der Speichern und Stoffkreisläufen, besonders aber durch Effizienzgewinne bei bestehenden Technologien. Die Steigerung der Effizienz von Solartechnik in den letzten 50 Jahren von 2% auf inzwischen in der Industrie mehr als 30%, in der Forschung sogar auf 48% zeigt, was da noch geht. Viel mehr. Vor allem, wenn wir in diese Forschung und Technologie investieren. Der Return on Invest war hier jedenfalls deutlich höher als der in 50 Jahre Kernfusionsforschung. Erneuerbare Energieerzeugung ist dabei resilienter, inklusiver und klimasicherer. 3 Punkte, meine Damen und Herren, die wir angesichts multipler globaler Krisen beachten sollten und die überlebenswichtig sind. Und am Tag, 2 Jahre bevor sich der russische Überfall auf die Ukraine jährt, noch ein Gedanke. Demokratien stehen bei der Nutzung von erneuerbaren Energien an der Spitze. Autokratien und Diktaturen am Ende. Die Ausbeutung und der Verkauf von fossilen Energieträgern stützt weltweit autoritäre Systeme. Niemand muss dies gerade schmerzlicher erfahren als die Ukraine.
Wir alle hier, auch die Union, sollten hieraus Schlüsse ziehen. Nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch forschungs- und energiepolitisch. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Michael Kaufmann. Frau Präsidentin, geehrte Kollegen, zu Ihrem Antrag, werte Kollegen von der Union, wiederhole ich, zu wenig, zu zaghaft, zu spät. Das macht es auch nicht besser, Herr Jarzembeck, wenn Sie da noch einen Detailantrag nachgeschoben haben. Sie hatten 16 Jahre Zeit, visionär und vorausschauend zu agieren und der Fusionsforschung den gebührenden Stellenwert einzuräumen. Doch erst in der Opposition und nachdem der weltweite Wettbewerb um die Technologieführerschaft eine rasante Dynamik entfaltet hat, entdecken Sie, dass Deutschland hier einen Zahn zulegen und sich besser aufstellen muss. Die Regierungskoalition macht mit der Ablehnung dieses Antrags den gleichen Fehler wie die Union in den 16 Jahren zuvor. Sie halten das Thema für nicht sonderlich relevant, weil es einen langen Zeithorizont hat. Sie alle fahren stets nur auf Sicht und wursteln sich irgendwie durch, sodass für wirklich zukunftssichere Themen kein Geld mehr da ist. Und das ist wie bei der Forschung in vielen anderen Bereichen der Fall. Ja, Herr Mann, Sie haben schon recht, das ist ein Schaufensterantrag. Trotzdem zielt dieser Antrag in die richtige Richtung und darum haben wir dem im Ausschuss auch zugestimmt. Für die, die sich wundern, wir stimmen diesem Antrag zu und müssen deshalb die Beschlussempfehlung des Ausschusses ablehnen. Bei der Expertenanhörung wurde jedoch deutlich, dass Sie, werte Union, einen fundamentalen Aspekt vergessen haben. Wir haben in Deutschland derzeit einen eklatanten Mangel an fähigen Köpfen, die die Fusionsforschung weiter voranbringen können. Das hat Professor Dr. Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik unmissverständlich deutlich gemacht. In der irrigen Hoffnung, dass es Ihnen, meine Damen und Herren von der Union, vorrangig um gute Sachpolitik ginge, haben wir diesen Aspekt in einem eigenen Antrag mit dem Titel Fachkräfteinitiative für die Fusionsforschung ergänzt. Wir haben damit Ihren Fehler behoben. Bitte sehr, nichts zu danken. Doch statt anzuerkennen, dass unsere beiden Anträge sich hervorragend ergänzen, lehnten Sie es in dieser Woche rundweg ab, unseren Antrag in dieser Debatte mitzuberaten. Ihr Keuschheitsgelübde gegenüber der AfD hindert Sie einmal mehr, ziel- und sachorientierte Politik zu machen. Ich rate Ihnen, gehen Sie bei Ihren Kollegen im Thüringer Landtag in die Lehre. Ihre Kollegen erkennen langsam und widerstrebend, aber immerhin, wie man sich im Lager der konservativen Opposition die Bälle zuspielt. Stattdessen buhlen Sie um die totalitären Grünen, dass es peinlich wird. Sie buhlen um die Grünen, die nachhaltig Atomkraftwerke stilllegen und damit die Wirtschaft ruinieren. Ich zitiere hierzu das ZDF vom vergangenen Sonntag. Das Atomaus ist auch ein Grund, warum der Wohlstand schwindet, so das ZDF. Und weiter, wenn Habeck, Zitat, warnt, dass die Wirtschaft sich dramatisch schlecht entwickelt, dann warnt er in den Ohren vieler Unternehmen auch vor sich selbst. Das sind gleichzeitig die Grünen, deren abgehalfterter Außenminister ernsthaft Atomwaffen für die EU fordert. Ich frage mich nur, warum Herr Fischer nicht gleich Wasserstoffbomben fordert. Das passt doch wunderbar in die grüne Wasserstofftechnologie. Den nötigen Wasserstoff können Sie sogar mit Windkraft erzeugen. Mit den Wasserstoffbomben der Grünen bin ich wieder beim Thema Kernfusion. Es bleibt festzuhalten, wir schaffen es in unserem Land nicht, bei der Kernfusion den nächsten wichtigen Schritt zu gehen. Wir haben den Anschluss in der Kernkrafttechnik in weiten Teilen verloren. Deutschland war Systemlieferant für komplette Kernkraftwerke und kann heute nur noch Komponenten für den weltweiten Boom der Kernkraft beisteuern.
Fast alle unsere Nachbarländer planen oder bauen neue Atomkraftwerke. Die Chance, von diesem Geschäft zu profitieren, wurde der deutschen Industrie durch den politischen Zerstörungswillen schlechter Regierungen genommen. Teil dieser Zerstörung ist auch, dass viele fähige Fachkräfte der Kerntechnik aus Deutschland vertrieben wurden. Dieses Fiasko darf sich bei der Fusionstechnologie nicht wiederholen. Und genau deshalb ist der Antrag der AfD einer Fachkräfteinitiative für die Fusionsforschung so notwendig. Wir brauchen eine Evaluation des Bedarfs in allen relevanten Fachbereichen. Wir müssen an Hochschulen entsprechende Studiengänge einrichten. Bei den Hochschulen des Bundes hat das der Bund selbst in der Hand. Wir müssen internationale Spitzenforscher gezielt anwerben, um nur einige der wichtigen Maßnahmen zu nennen. Es braucht konstruktive Sachpolitik, um Deutschland aus diesem Tal der grünen Wirtschafts- und Energiekrise zu bringen. Die AfD steht bereit für eine Koalition der Mutigen und Entschlossenen für die Zukunft unseres Landes. Zu meiner Zeit als Vizepräsident des Thüringer Landtags hätten Sie für diesen Zwischenruf eine Abmahnung kassiert. Ich fasse zusammen. Die Union legt einen brauchbaren Antrag zur Stärkung der Kernfusion vor. Die Regierungskoalition lehnt diesen im Ausschuss ab, vermutlich weil man der Opposition hier keinen Punkt gönnen will. Die AfD dagegen unterstützt diesen sinnvollen Antrag und ergänzt ihn auf Anregung der Experten um einen übersehenen Aspekt. Das aber lehnt wiederum die Union ab. Fazit: Ein zukunftsweisendes Thema wird im parteitaktischen Hickhack zerrieben. Deutschland wird damit einmal mehr einer Chance beraubt. Für Sie, werte Union, lag hierin auch ein Test Ihrer Ernsthaftigkeit und Ihres Demokratieverständnisses. Und Sie haben kläglich versagt. Ihr undemokratisches und infantiles Verhalten wird meiner Partei wieder ein paar Tausend oder Zehntausend Stimmen mehr einbringen. Machen Sie ruhig so weiter. Aber unterlassen Sie dann auch Ihr peinliches Heulen und Wehklagen über die Umfrageergebnisse der AfD. Die Bürger sind nicht annähernd so dumm, wie Sie glauben. Nichtsdestotrotz werden wir uns bei unserer Zustimmung zum vorliegenden Antrag bleiben. Denn für Sie müssen jetzt zum Schluss kommen, Herr Sachpolitik im Vordergrund. Vielen Dank. Und nun erteile ich das Wort Nina Stahr zu ihrer nun erstmal letzten Rede im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, liebe Frau Ministerin, liebe Kolleginnen, liebe Gäste! Ich muss leider etwas Wasser in den Wein der Union gießen, denn die Kernfusion wird kurz- und mittelfristig eben leider keinen Beitrag zur Energiewende leisten können. Sie ist keine Allzweckwaffe gegen die Klimakrise. Aber die gute Nachricht ist, schon heute haben wir dank Spitzenforschung hierzulande Technologien, die uns jetzt sicher, nachhaltig und bezahlbar mit Energie versorgen können. Und genau bei diesen Technologien müssen wir ansetzen, die Erneuerbaren weiterhin massiv ausbauen und weiterentwickeln, die Wärmewende genauso wie die Verkehrswende vorantreiben, bessere Energiespeicher entwickeln. Das ist der Weg zu Klimaneutralität, und dafür kämpfen wir Bündnisgrüne tagtäglich auch in unserer Koalition. Gleichzeitig brauchen wir einen differenzierten Blick auf die Möglichkeiten der Kernfusion. Natürlich sage ich Ihnen als Forschungspolitikerin, dass wir die Fusionsforschung nicht vernachlässigen dürfen. Nicht nur, weil sie langfristig womöglich Potenziale als eine zusätzliche und unabhängige Energiequelle bietet, sondern auch, weil sie Durchbrüche in anderen Feldern, wie beispielsweise für Supraleiter oder in der Lasertechnologie, ermöglichen kann. Diese Potenziale sollten wir weiter erforschen, auch und gerade am Forschungsstandort Deutschland.
Denn Deutschland gehört bereits jetzt zur Weltspitze der Fusionsforschung. Und wir haben damit die Chance, künftig auch bei der Technologieentwicklung eine führende Rolle einzunehmen. Mit der Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovation, fördern wir jetzt schon einen wichtigen Akteur, der unter anderem im Bereich der Kernfusion aktiv ist, aber eben auch bei der Erforschung von neuen, wirksameren Windkraftanlagen. Und außerdem fördert das BMBF gezielt die Fusionsforschung. Wir sind also längst auf dem richtigen Weg. Den Antrag der Union braucht es dafür nicht. Er ist inhaltlich ehrlicherweise auch ziemlich mager und auch irreführend, denn die Union suggeriert hier ja, dass die Kernfusion einen Beitrag zur Klimaneutralität 2045 leisten könnte. Das ist ein falsches Versprechen, und das bestätigt auch die deutliche Mehrheit der Fusionsexpertinnen und Experten. Wir tun beides. Wir bauen erneuerbare Energien massiv aus und entwickeln sie weiter und erforschen zugleich weiter die Potenziale der Kernfusion. So sieht seriöse Politik aus, liebe Union. Und ja, weil das heute meine letzte Rede hier im Bundestag ist, seien mir noch zwei persönliche Anmerkungen erlaubt. Wenn Sie sich darüber freuen, habe ich, glaube ich, einiges richtig gemacht. Insofern klatschen Sie ruhig weiter. Zum einen allererst ein Dank zuallererst an meinen Mann und an meine Familie, ohne die ich den Job hier nicht hätte machen können. Und ein Dank an meine MitarbeiterInnen in meinem Büro. Ihr seid das beste Team, das man sich überhaupt nur hätte wünschen können. Und Dank an die Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion, aber auch aller anderen demokratischen Fraktionen für die zumindest meistens sehr gute Zusammenarbeit. Und ein Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus und in den Ministerien. Denn unsere Demokratie würde nicht funktionieren ohne diese Menschen, die hier tagtäglich dafür arbeiten. Und daran anschließend mein zweiter Punkt, unsere Demokratie. Manche haben mich gefragt, ob ich mit dieser Wahlwiederholung hadere. Für mich ist klar, der Schutz unserer Demokratie muss oberste Priorität haben. Wenn bei Wahlen Fehler gemacht wurden, muss das repariert werden. Und ja, natürlich bin ich enttäuscht, jetzt vorerst nicht mehr in diesem Hohen Haus für dieses Land und für die Menschen hier im Land arbeiten zu dürfen. Und dennoch, nein, ich hadere nicht mit dieser Wahlwiederholung, denn sie ist der Beweis, dass unsere Demokratie funktioniert und dass unser Rechtsstaat unsere Demokratie schützt. Deshalb zum Abschluss meine Bitte. Kämpft weiter für unsere Demokratie. Das ist unser aller Job, draußen auf der Straße, in den Vereinen, in der Schule, am Arbeitsplatz, aber eben auch hier im Haus, jeden einzelnen Tag für unsere Demokratie einzustehen. Und ich wünsche mir, dass dafür alle demokratischen Parteien zusammenarbeiten, dass wir einen Diskurs pflegen, der die Menschen hier im Land mitnimmt, der zugesteht, dass auch das Gegenüber im Recht sein könnte, der wertschätzt, dass wir unterschiedlich sind und in dieser Unterschiedlichkeit einen Gewinn für unser Land erkennt. Streitet, aber streitet konstruktiv und streitet gemeinsam für unsere Demokratie. Vielen Dank. Liebe Frau Kollegin Stahr, Sie haben es eben gesagt, niemand geht wohl aus diesem Hause so, wie man hier mal reingekommen ist, manche reingestolpert sind sogar und sich erst mal zurechtfinden mussten. Ich zolle Ihnen hohen Respekt, dass Sie noch einmal so deutlich gemacht haben, es ist eine Wahlentscheidung, die Sie natürlich respektieren. Und wir alle hier wünschen Ihnen für die weiteren Aufgaben für die Zukunft
alles Gute. Und wir hoffen natürlich, dass Sie das, was Sie gerade so schön ausgedrückt haben, Sie wissen, wie schwierig es ist, in einem solchen Hause immer wieder zu gemeinsamen Beschlüssen zu kommen, dass Sie das mitnehmen. Und wenn ich an Ihren Beruf denke, ich weiß nicht, ob Sie zu dem zurückgehen, dann geben Sie es doch bitte auch an die zukünftigen Generationen weiter. Und vielleicht sieht man sich ja noch mal wieder. Alles Gute für Sie. Wir fahren fort in der Debatte und als nächstes erhält das Wort Dr. Stefan Seiter für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, und erlauben Sie mir nach diesen bewegenden Worten von Nina Starr auch noch eine persönliche Anmerkung. Sie werden gleich merken, das, was sie angesprochen hat, mit, dass man über Themen debattieren kann, sich auseinandersetzen kann, das werde ich wahrscheinlich jetzt auch hier bestätigen, weil wir auch nicht immer einer Meinung sind. Und das ist auch gut so, weil nur durch Meinungsunterschiede kommt man in der Synthese dann zu sehr guten Lösungen. Deswegen, liebe Nina, ich werde es vermissen, dass wir miteinander über Themen streiten, diskutieren, aber uns dann doch auch immer wieder zusammengerauft haben und versucht haben, die besten Lösungen zu erreichen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute hier ein Thema, das Thema Kernfusion, und wir haben es jetzt wieder auf der Agenda, nachdem wir den Antrag der Union im Ausschuss schon diskutiert haben. Und die Union hat jetzt noch mal einen kurzen, prägnanten, den man vielleicht hätte ein bisschen tiefer begründen können, Antrag nachgelegt, wo es um die Regulierung geht. Und ich möchte an der Stelle vielleicht auf noch zwei, drei Punkte hinweisen, die für dieses Thema wichtig sind. Ja, die Kernfusion ist eine Technologie, die eben erst in der Zukunft unsere Energieprobleme lösen wird. Sie wird sie aber nur dann lösen, wenn wir bereit sind, heute entsprechende Investitionen zu tätigen. Und diese Investitionen müssen technologieoffen sein. Das heißt, keiner von uns kann heute wissen, welche Technologien lösen die Probleme in 10, 15, 20, 30 Jahren. Und es ist auch so, es geht nicht darum, erneuerbare Energien zu ersetzen, sondern es geht darum, eine mittel- bis langfristige Perspektive auf den Weg zu bringen, die uns eine saubere, CO2-arme, es müssen ja immerhin auch noch die Kraftwerke gebaut werden, Energieversorgung ermöglicht. Und diese Energieversorgung ist eben auch zu betrachten unter dem Aspekt, es geht nämlich nicht nur um die Energieversorgung, sondern es geht auch um Technologien, die wir brauchen, um diese Energie über die Fusionstechnologie zu erzeugen. Wir wissen, es gibt die magnetbasierte, es gibt die laserinduzierte Kernfusion. Und wir haben jetzt schon mehrfach gehört, dass wir hier in Deutschland aufgrund früherer Programme sehr erfolgreich sind, in der Spitzenposition sind. Aber es geht jetzt um diese Sachen auf die Straße zu bringen, dass wir Richtung Reaktoren kommen, dass früher oder später, Microsoft denkt zum Beispiel schon darüber nach, dass in 10 Jahren ihre Rechenzentren mit der entsprechenden Technologie versorgt werden können, dass wir auch das hier in Deutschland leisten. Das heißt, von der Grundtenor, dass wir die Kernfusion mit auf den Weg bringen müssen, dass wir sie unterstützen müssen, dass wir auch privates Kapital dazu brauchen. In den USA wird 10-mal so viel privates Kapital investiert, als es bei uns der Fall ist. Da sind wir uns einig. Und wenn wir aber den Antrag anschauen von der Union, muss man eben sagen, ja, das Bekenntnis ist da, das gefordert wird. Ja, die Programme sind auf dem Weg. Das hat die Ministerin mehrfach verdeutlicht, und es wird diese Milliarde sein bis 2028. Und ja, es ist ein technologieoffener Ansatz, weil es steht nicht drin, dass nur dies oder jenes gefördert wird, sondern dass beide Stränge letztendlich sich weiterentwickelt werden können. Und diese Technologieoffenheit wird einen großen Vorteil mit sich bringen. Wenn Sie allein auf die laserinduzierte Kernfusion schauen, dann geht es darum, dass wir die entsprechenden Lasersysteme brauchen. Und bei dieser Lasertechnologie haben wir zum Beispiel im Südwesten des Landes, und man hört unschwer, dass ich aus der Region komme, haben wir Trumpf. Und Trumpf ist jemand, der Technologie im Bereich Laser
nach vorne bringt. Und es ist eben nicht nur die Kernfusion, die davon profitieren wird, sondern es ist zum Beispiel auch die Mikrochip-Herstellung. Es ist eine Technologie, mit der wir Vermessungen machen in der Geologie. Das heißt, wir haben das Potenzial für große Querschnittstechnologien, sodass wir Technologiecluster in diesem Land aufstellen können. Und diese Technologiecluster sind Voraussetzungen für zukünftigen Wohlstand und auch für das, was heute Morgen auch angesprochen worden ist, als wir über das Wachstumschancengesetz gesprochen haben. Es geht nämlich darum, dass wir neue Geschäftsmodelle für dieses Land finden. Und diese neuen Geschäftsmodelle finden wir nur über Forschung und auch die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen bei der Forschung. Und das bedeutet, dass wir eben nicht nur an dem weitermachen, was wir zum Beispiel haben bei den erneuerbaren Energien, sondern dass wir auch im Fusionsbereich diese Chancen erkennen. Und da müssen wir versuchen, privates Kapital zu aktivieren. Ja, und eine Möglichkeit, privates Kapital zu aktivieren, ist zum Beispiel die Forschungszulage. Und deswegen fände ich es persönlich ein sehr schönes Signal der Union, möglichst schnell beim Wachstumschancengesetz sich zu bewegen, weil dort geht es um die Forschungszulage. Und dass das Volumen bei dieser Forschungszulage durchaus höher sein kann, das weiß jeder, der mich kennt als Ökonom. Wir können über das Steuersystem wesentlich mehr für unsere Forschung tun. Das bedeutet aber, wir müssen priorisieren. Und das, meine Damen und Herren, ist, wenn wir über Kernfusion sprechen, ein wichtiges Thema, weil es geht um die Zukunft von unserem Wirtschaftsstandort, Wohlstand und auch die Unabhängigkeit von exogenen Energiequellen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Steffen Bilger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 2022 wurde man hier von SPD und Grünen noch ausgelacht, wenn man über die Chancen der Kernfusion gesprochen hat. 2023, nach beachtlichen Entwicklungssprüngen bei der Forschung, wurde immerhin zugestanden, dass Kernfusion ja vielleicht doch etwas sein könnte, was in der Zukunft irgendwann mal etwas bringt. Aber alles ist immer noch sehr zweifelhaft, viel zu teuer. Man wolle ja nur ablenken vom Ausbau der erneuerbaren Energien und so weiter. Und so ein bisschen, Herr Mann, Frau Stahr, hat sich bei Ihnen gerade eben ja auch noch danach angehört. Aber nun bin ich gespannt auf die weitere Debatte im Jahr 2024 im Deutschen Bundestag, auch nachdem weltweit ja mehr und mehr auf die Potenziale der Kernfusion gesetzt wird und die Entwicklung weiter Fortschritte macht. Es ist gut, dass die CDU-CSU-Fraktion das Thema der Fusionsforschung heute einmal mehr auf die Tagesordnung gesetzt hat. Warum haben wir das gemacht? Weil die Chancen und Potenziale dieser Technologie zu groß sind, als dass sie im Bereich der energiepolitischen Fußnoten bleiben dürfte, dort, wo sie nach meinem Eindruck doch immer noch gerne einige Vertreter von SPD und Grünen gerne hätten. Und ich habe auch noch die Worte Ihres grünen Umweltausschussvorsitzenden Herrn Ebner bei der ersten Debatte zu unserem Antrag im vergangenen Frühjahr noch im Kopf. Tagträumerei, Tischlein-deck-dich-Fantasien, Märchen von der anstrengungslos erzeugten unendlichen Energie. So wird bei Ihnen halt auch über das gesprochen, was Wissenschaft und Forschung weltweit elektrisiert. Und das ist in höchstem Maße kurzsichtig und verantwortungslos, meine Damen und Herren. Da scheint es bei einigen so eine Urangst zu geben, dass es neben Wind und Sonne noch etwas anderes geben könnte, das uns klimaneutrale Energieerzeugung ermöglicht. Und diese Urangst macht den Umgang mit dieser Zukunftstechnologie in unserem Land so schwer. Es kann doch nicht sein, dass Technologie deswegen behindert wird, weil manche fürchten, dem Umbau hin zu erneuerbaren Energien, zu dem wir stehen, würde dadurch die Eigenschaft als Endpunkt aller energiepolitischen Entwicklung genommen. Die erneuerbaren Energien bei allen positiven Aspekten, die sie unzweifelhaft haben, haben natürlich auch Herausforderungen. Thomas Jarzombek hat es vorhin angesprochen. Da geht es um Flächenkonflikt, es geht um Auswirkungen auf Natur und Artenschutz. Also man kann doch das eine, sprich die Energiewende, tun, ohne das andere, sprich Zukunftstechnologie, zu lassen. Alles andere wäre ein großer Schaden für den Wissenschafts- und Forschungsstandort, aber auch für das Industrieland Deutschland. Und ein Industriestandort soll Deutschland doch bitte bleiben, meine Damen und Herren. Jetzt war ja kürzlich Herr Habeck zu Besuch im Kernfusionsforschungsreaktor in Garching. Das ist gut.
Aber trotzdem bleibt es dabei, dass alles, was auch nur irgendwie mit der Kernenergie zu tun hat, und ich will auch noch einmal betonen, dass Kernfusion und Kernspaltung zwei ganz unterschiedliche Dinge sind, aber dass irgendwie doch alles, was mit ein bisschen mit Kernenergie zu tun hat, unter grünem Einfluss davon bedroht ist, Schaden zu nehmen. Ein Bundeswirtschaftsministerium, das vor wenigen Tagen gerichtlich dazu gezwungen werden musste, die Entscheidungsgrundlagen, die zur endgültigen Abschaltung der letzten drei betriebenen Kernkraftwerke in Deutschland geführt haben, zu veröffentlichen, hat offensichtlich wenig tragende Argumente, die diese Entscheidung mitten in einer veritablen Energiekrise rechtfertigen. Und eine Bundesumweltministerin, die sonst jede kleinste Maßnahme mit den Auswirkungen auf den Klimaschutz begründet, stellt öffentlich in Abrede, dass CO2-Einsparungen bei einem möglichen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke eine Rolle spielen dürften. Es ist diese selektive Faktenwahl, je nach politischer Opportunität, manche nennen das Ideologie, die das Vertrauen in die energiepolitische Weitsicht dieser Regierung komplett erodieren lässt. Und deshalb sind unsere Forderungen klar. Schluss mit halbherzigen Bekenntnissen. Deutschland braucht einen klaren und verlässlichen Kurs bei der Fusionsforschung, auch bei deren Finanzierung und beim rechtlichen Rahmen. Wir brauchen Offenheit für Technologie und Innovation. Sie sollten dieser Entwicklung nicht im Weg stehen, sondern unsere Anträge unterstützen für ein passendes Umfeld für Fusionskraftwerke in Deutschland, damit wir bei dieser Technologie eine führende Rolle spielen können. Und die nächste Rednerin ist Yewon Rhee für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Nina, erstmal vielen, vielen Dank für die starken Worte für unsere Demokratie. Und eigentlich ist mein liebster Umgang mit der AfD gar kein Umgang. Aber das, was Sie sich da gerade geleistet haben, möchte ich mir wirklich nicht einfach so stehen lassen. Ihr Verhalten, Ihre Zwischenrufe während der Rede von Nina Stahr sprechen wirklich für sich. Menschlich und professionell war das sowas von respektlos. Und Sie können nicht immer nach Anstand und Respekt für sich selbst schreien, während Sie sich allein schon durch Ihr eigenes Auftreten ins Ausstellen. Und Ihre Reaktion zeigt nur zu deutlich, wie sehr Sie sich von den Worten Nina Stahrs getroffen fühlen, obwohl Sie sich nicht einmal genannt oder angesprochen worden sind. Liebe Kolleginnen, seit tausenden Jahren nutzen wir Menschen Energie. In der Steinzeit wurde das Feuer entdeckt, im 18. Jahrhundert die Dampfkraft. Seitdem folgen das Erdöl und die Elektrizität, die Kernspaltung und die erneuerbaren Energien. Und wir suchen weiter nach neuen und nach nachhaltigen Wegen, um unseren steigenden Energiebedarf auch in Zukunft zu decken. Eine Option dafür ist in der Tat die Fusionsenergie. Sie ist ressourcenschonend und CO2-neutral, sie ist grundlastfähig und bezahlbar. Und sie ist sicher. Unkontrollierbare Kettenreaktionen oder Kernschmelzen sind ausgeschlossen. Das ist mir wichtig zu betonen. Schließlich machen sich viele Menschen Sorgen, wenn es um neue Technologien geht. Gerade wenn dabei auch noch die Begriffe Fusionsenergie und Kernfusion fallen. Gleichzeitig, trotz dieses unbestreitbaren Potenzials, ist uns allen auch klar, dass Fusionsenergie keine kurzfristige Lösung für die aktuelle Klimakrise darstellt. Deswegen kann und darf sie unser Engagement bei den erneuerbaren Energien nicht ersetzen. Das gilt nicht nur, aber auch für den Bereich der Forschung. Liebe Kolleginnen, erst im Oktober wurde im europäischen Forschungsreaktor JET ein neuer Weltrekord aufgestellt. Es wurden 69 Megajoule Energie freigesetzt, mehr als jemals zuvor. Doch so beeindruckend dieser Erfolg ist, der JET ist noch ähnlich weit von einem Kraftwerk entfernt wie eine Modelleisenbahn von einem ICE, so die richtige Einordnung auf Zeit online. Wir können noch gar nicht absehen, ob überhaupt und wenn wann die und wenn, wann die Fusionsenergie zur flächendeckenden Stromerzeugung genutzt werden kann. Zu viele Fragen sind noch offen, zu viel Grundlagenforschung nötig. Wir verstehen zum Beispiel noch nicht das Verhalten des Plasmas im Innern der Reaktoren. Wir wissen auch noch nicht, wann der Break-Even-Punkt über längere Zeit erreicht wird. Der Punkt also, ab dem durch Kernfusion mehr Energie freigesetzt als aufgewendet wird. Vor diesem Hintergrund tut die Bundesregierung, liebe Frau Ministerin, bereits das, was politisch nötig und sinnvoll ist. Wir stellen bis 2028 1 Milliarde Euro für die Fusionsforschung zur Verfügung. Wir unterstützen unsere exzellenten Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, das KIT in Karlsruhe und das Forschungszentrum Jülich. Wir fördern die Forschungsreaktoren in Deutschland, den ASTEX-Upgrade in Garching und den Wendelstein 7X in Greifswald.
Wir sind technologieoffen und unterstützen die Forschung zur Magnet- und zur Laserfusion. Und natürlich unterstützen wir auch weiterhin ITER, den nächsten europäischen Forschungsreaktor. Liebe Kolleginnen, wir unterstützen die Wissenschaft bereits dabei, das Potenzial sämtlicher Energiequellen zu erforschen, auch das der Fusionsenergien, innovationsfreundlich und pragmatisch, wie von Ihnen gewünscht. Aber der Weg dahin ist wieder Aufstieg auf einem Berggipfel. Dafür brauchen wir einen langen Atem, den wir nicht für kurze und hastige Sprints verschwenden dürfen. Und weil wir den besten Weg zum Ziel noch nicht kennen, müssen wir uns auch immer wieder umschauen, ob es nicht noch bessere, auch kurzfristig umsetzbare Wege zu einer nachhaltigen Energieversorgung der Zukunft gibt. Gemeinsam mit Wissenschaft und Wirtschaft haben wir die ersten wichtigen Meilensteine auf diesem Weg bereits erreicht. Liebe Kolleginnen, das ist bereits meine zweite Rede zum Thema Fusionsforschung. Beim ersten Mal vor ein paar Monaten habe ich Ihnen tatsächlich ein Wortspiel vorenthalten, das mir mein Mitbewohner und geschätzter Kollege Brian Nichols bei der Redevorbereitung damals sehr ans Herz gelegt hatte. Angesichts der aktuellen Situation und der vielen Menschen auf unseren Straßen, die für unser Grundgesetz und unseren Zusammenhalt demonstrieren, will ich meine Rede diesmal damit schließen. Nicht nur bei der Kernenergie gilt, Fusion ist immer besser als Spaltung. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Bernhard Herrmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie, liebe Abgeordnete der Union, wollen, dass wir uns jetzt festlegen, ob Kernfusion im zukünftigen Energiesystem eingesetzt wird. Das steht in Ihrem Antrag. Das wäre in etwa so, jetzt zu entscheiden, dass fliegende Autos im Straßenverkehr zuzulassen sind. Die Technologie ist dafür, wir haben es heute gehört, noch viel zu weit weg von praktischer Einsetzbarkeit, als dass solche Entscheidungen jetzt überhaupt anstünden. Die Frage ist schon auch noch, ob Kernfusion überhaupt jemals eine verlässliche, günstige und sichere Energiequelle wird. Selbst zur Beantwortung dieser Frage braucht es noch viele weitere Forschung, denn die Fusionsforschung wächst gerade erst in ihre Kinderschuhe hinein. Im Dezember 2022 feierten WissenschaftlerInnen einen großen Erfolg. Es ist erwähnt worden, nach Milliardeninvestitionen wurde in den USA mit einem riesigen Laser mehr Energie freigesetzt als zuvor reingesteckt. Wenige Megajoule konnten gewonnen werden. Ist das viel, wenige Megajoule? Ist das viel? Nein, gerade mal so viel, wie eine Windkraftanlage im Bruchteil einer Sekunde erzeugt. Klar ist, niemand kann sich heute darauf verlassen, dass Kernfusion uns in Zukunft mit günstiger Energie versorgt. Und das wissen Sie auch, liebe Abgeordnete der Union. Trotzdem so zu tun, macht den Menschen etwas vor, gefährdet die Energiewende. Ja, Sie sagen zwar, dass Sie weiter an Erneuerbaren festhalten wollen. Ich habe es erlebt die letzten Jahrzehnte. Aber gleichzeitig suggerieren Sie, dass Kernfusion in Zukunft auf jeden Fall angewendet wird. Wer suggeriert, dass die Supertechnologie Kernfusion uns schon bald mit unendlicher Energie versorgt, möchte oftmals, und bei Ihnen ja, eines, Investoren in erneuerbare Energien verunsichern. Aber diese sind klug genug, diese Aussagen als das zu erkennen, was sie sind, bei Ihnen und oftmals Effekthascherei. Eine Gefahr blenden Sie in Ihrem Antrag auch komplett aus. Der Missbrauch der Technologie für eine militärische Nutzung, für eine Atombombe. Schon die Kernfusionsforschung muss proliferationssicher sein. Wir leben eben in keiner idealen Welt, und ich finde es auch nicht lustig. Ja, die Bundesregierung steht zur Fusionsforschung, aber Energiepolitik ist vor allem heute, hier und jetzt reale Wirtschafts- und Umweltpolitik im Hier und Jetzt in einem weltweit immer schwierigeren Umfeld. Den Weg zur Klimaneutralität 2045 schlagen wir jetzt ein mit heute einsetzbaren, effizienten und immer preiswerteren erneuerbaren Energien. Selbst optimistischste Wissenschaftler glauben nicht, dass Fusion bis dahin ausgereift ist. Die Kernfusion kommt, wenn überhaupt, viel zu spät, um uns beim Klimaschutz zu helfen. Kein Wunschdenken, sondern handfeste Energiepolitik ist gefragt. Aufmerksamkeit und Geld konzentrieren wir vor allem dort, wo es dem Klima und den VerbraucherInnen bereits heute am meisten bringt. Bei der Entwicklung eines modernen Strommarktes, beim Ausbau der erneuerbaren Energien, Stromnetze und Speicher. Erlauben Sie mir heute, als jemand aus Südwestsachsen kommend und heute, wo die Sonne scheint, wo der Fusionsreaktor vom Himmel uns unendlich viel Energie schickt, zu bedauern und darum zu ringen, dass wir das Einsammeln der Fusionsenergie mit Produkten beispielsweise aus dem Werk eines Unternehmens in Freiberg in meiner Heimat
künftig auch machen können. Und die Schließung, wir müssen jetzt bitte zum Schluss kommen. Darum sollten wir ringen, weil wir haben unendlich viel Energie auch von Erneuerbaren. Und wir sind selbstverständlich offen für Forschung, aber werden nicht den Zubau der Erneuerbaren bremsen lassen. Herzlichen Dank. Das Wort erhält Dr. Petra Sitte für die Gruppe Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zur Klarstellung, ich zähle nicht zu den Gegnern der Fusionsforschung, aber eine Kritik teile ich doch, und die ist auch schon mehrfach geäußert worden. Fusionsenergie kann zur Bewältigung des Klimawandels aktuell nichts beitragen. Forschende rechnen erst nach 2045 mit einem Prototyp für einen Fusionsreaktor, ganz zu schweigen von Fusionskraftwerken. Insofern wurde in der Ausschussanhörung ausdrücklich empfohlen, Ressourcen und Mittel auf eine erfolgreiche Energiewende zur Erreichung der Klimaziele zu konzentrieren. Aber der Unionsantrag will Fusionsforschung fördern, allerdings ohne zusätzliche Mittel. Das bedeutet, dass es zulasten dieses anderen Ziels geht. Und dazu hat Holger Mann alles Richtige gesagt, muss ich nicht wiederholen. Also die Frage an Sie, wie soll das dann bitte gehen? Was aber muss heute konzeptionell schon vorbereitet werden? Es muss klar sein, wie Fusionskraftwerke in ein System passen sollen, das bis dahin von erneuerbarer Energieproduktion dominiert wird. Dessen Systemdynamik wird hoch sein. Intelligente Netze werden die Einspeisung verschieden produzierter Energien ausbalancieren müssen. Das gilt auch für die Zuschaltung schnell regelbarer Kraftwerke. Kraftwerke, die zudem relativ geringe Kapitalkosten verursachen sollten. Dazu zählen allerdings nicht Fusionskraftwerke. Diese sind kapitalintensiv, weil eben ihr Design und ihre Fertigung hochkomplex sind. Man sieht das schon an den heutigen Maschinen. Es würde also die Energiepreise extrem hochtreiben, wollten wir diese Fusionskraftwerke schlicht zuschalten. Und schon aus sozialen Gründen kann das niemand wollen. Für private Verbraucher und kleine oder mittlere Unternehmen wäre das schlicht nicht bezahlbar. Es wäre unverantwortlich. Dagegen sollten Fusionskraftwerke als autonome, also eigene Energieerzeugung in energetisch aufwendige Umwandlungsprozesse, wie eben beispielsweise chemische Industrie, Stahlherstellung, bei elektrolytisch hergestelltem Wasserstoff, bei der Entsalzung von Meerwasser oder eben auch bei der Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre integriert werden. Das muss man gemeinsam mit der Industrie vorbereiten. Ja, und da gebe ich Herrn Seiter recht, das muss auf die Straße und das muss jetzt vorbereitet werden. Es handelt sich ja um kapitalintensive Prozesse. Dazu muss gegebenenfalls eben auch ein verlässlicher Rahmen geschaffen werden. Es müssen konkrete Wege aufgezeigt werden. Es müssen konkrete Unterstützungen vorbereitet werden. Und erfahrungsgemäß, wie man an so manchem Gesetzentwurf der letzten Jahre sieht, der Ampel insbesondere, brauchen diese Prozesse gesellschaftliche Vorbereitung und Überzeugungskraft. Und sie müssen eben sie müssen dann auch von der Gesellschaft mitgetragen werden, denn es wird um erhebliche Steuermilliarden gehen. Deshalb sollten Sie sich jetzt, sollten wir uns jetzt auf den Weg machen. Besten Dank. Und der nächste Redner ist Dr. Holger Becker für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Enthusiasmus seitens der Unionsfraktion für die Fusionsenergie ist schon bemerkenswert. Hätten Sie nur die Hälfte dieses Tatendrangs beim Ausbau der erneuerbaren Energien gezeigt, stünde dieses Land energiepolitisch anders da. Was nun die Notwendigkeit des in Ihrem Antrag beschriebenen neuen Regulierungsrahmens für die Fusion angeht, auch wir hören den Expertinnen und Experten in Anhörung zu, lesen die Fachliteratur und Berichte von Einrichtungen wie der Leopoldina. Kurzum, wir sind uns der Problematik sehr wohl bewusst. Klar ist, Fusionskraftwerke werden nicht nach den bestehenden Regeln des Atomgesetzes operieren können und sollen. Klar ist aber auch, wir haben es hier mit einem Feld zu tun, bei dem es mehr um mehr geht als ingenieurstechnische Kleinigkeiten. Im Gegenteil,
Es wird noch viel grundlegende Forschung notwendig sein, angesichts dessen bereits zu diesem Zeitpunkt mit einem vollständigen Regelwerk um die Ecke zu kommen, würde der Sache nicht gerecht werden. Täten wir übrigens das zum jetzigen Zeitpunkt, bin ich sicher, die Union würde reflexartig Überregulierung rufen. Denn auch wenn es immer heißt, es gäbe im Prinzip nur zwei Ansätze bei der Fusion, zeigt ein Blick in den 2023er Report der Fusion Industry Association, also dem Industrieverband der Fusionsenergie, das Spektrum an technischen Konzepten sehr, sehr breit ist. Myonkatalysierte Fusion, nicht thermale laserinduzierte Fusion, Rydberg-Materie arbeitende Fusion, Trägheitsfusion und natürlich auch die Fusion mittels magnetischen Einschlusses. Alles mit unterschiedlichen Materialien und, das ist wichtig, auch mit unterschiedlich strahlenschutzrechtlich relevanten Verfahren. Daher müssen wir, um es im ideologischen Vokabular der CDU zu sagen, technologieoffen bleiben. Kurzum, einen rechtlichen Rahmen für den Betrieb solcher Anlagen jetzt zu setzen, obwohl wir noch nicht wissen, welcher Ansatz, welche Methode, welche Technik sich letzten Endes als praktikabel und umsetzbar erweist, erscheint mir zu früh. Trotzdem wollen wir natürlich der wissenschaftlichen und industriellen Fusionscommunity das Signal senden, dass wir die Regulierungsfrage auf dem Schirm haben. Wenn wir jetzt übrigens einmal einen Blick noch mal auf den Industry Association Report werfen und sich die Struktur der Fusionsbranche mal anschauen, ist es einerseits sehr schön zu sehen, dass in diesem Bereich eine sehr lebendige Start-up-Szene gibt. Man muss jedoch genauer hinschauen. Der Report listet 42 Unternehmen auf, die in diesem Bereich tätig sind. Nur zwei davon haben allerdings eine, sagen wir mal, halbwegs relative Größe von mehr als 200 Mitarbeitenden. Mehr als zwei Drittel sind eher klein, mit weniger als 50 Mitarbeitenden. Die Hälfte haben sogar 20 Mitarbeitende oder weniger. Von solchen Unternehmen dann irgendwelche Kraftwerke in der Zukunft, die Milliarden kosten, zu bestellen, ich glaube, sie würden noch nicht mal ein Angebot dafür kriegen. Und ja, man kann den Start-ups nicht verdenken, dass sie in ihren Businessplänen mit einem großen Optimismus herangehen. Das liegt in der Natur der Sache. Das braucht man auch, um Investorengeld einzuwerben. Aber zu glauben, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre auch nur eine Fusionstechnologie gäbe, die tatsächlich auch nur im Versuchsmaßstab Strom ins Netz einspeist, das halte ich für naiven Optimismus. Und auch die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, kommt in ihrem entsprechenden Papier von 2023 zu dem Schluss, und ich zitiere: Es wird noch mindestens 2 bis 3 Jahrzehnte dauern, bis Kernfusionskraftwerke zur Energieversorgung Wirklichkeit werden können. Zitat Ende. An dieser Stelle vielleicht noch ein paar Worte in Richtung derer, die immer sagen, Fusionsenergie kann in Fahrtebene zu unlimitierter, billiger, sauberer Energie. Meine Damen und Herren, den gleichen Case kann man ebenso machen für die erneuerbaren Energien. Mit einem Unterschied. Auch langfristig erwarten Experten Stromgestehungskosten aus der Fusion von mindestens $100 die Megawattstunde. Solar- und Windenergie sind bereits jetzt wesentlich günstiger und werden dies auf absehbare Zeit auch bleiben. Bleibt das Argument der Grundlastfähigkeit. Das wäre tatsächlich verlockend. Allerdings wird sich die Fusion zum Zeitpunkt ihrer Marktreife, also in 20 Jahren oder so, mit konkurrierenden Technologien der Energiespeicherung, PTL, Wasserstoff, was auch immer bis dahin da ist und im Markt bereits sich etabliert hat, messen lassen müssen. Ausgang ungewiss. Daher an dieser Stelle die klare gegenwärtige Prioritätensetzung für erneuerbare Energien, ohne aber, und das sei in Richtung der Fusionscommunity gesagt, die politischen Rahmenbedingungen für Fusion zu vernachlässigen. Mit Projekten wie dem ITER, Wendelstein 7X, der Finanzierung über die Sprint der Fraunhofer und Helmholtz und Max-Planck-Gesellschaft ist für die Fusion eine hochkompetitive Forschungslandschaft in Deutschland entstanden. Persönlich bin ich der Meinung, das habe ich der Frau Ministerin auch letztes Jahr bereits vorgeschlagen, dass sich die Forschungsinfrastruktur des FEHR in Darmstadt durchaus zu einer National Ignition Facility umbauen ließe, um eine Infrastruktur zur Untersuchung der laserbasierten Fusion zu haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin bereit, mit der CDU-CSU-Fraktion eine Wette einzugehen. Ich lade Sie in ein Restaurant Ihrer Wahl ein, wenn bis zum 31.12.2035 ein Fusionskraftwerk mehr als 1 Gigawattstunde in ein öffentliches Stromnetzwerk eingespeist hat. Frei nach Thomas Gottschalk. Ich erhöhe auch auf 2040. Sie müssen jetzt gerne bitte zum Schluss kommen. Die Wette gilt. Vielen Dank. Bevor der finanzielle Ruin eintritt. Also das klärt ihr dann privat noch mal. Die nächste, die das Wort erhält, ist Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, so kann man eine Technologie auch totreden. Ich würde gerne wieder zu den positiven Aspekten dieser Technologie kommen. Und in diesem Sinne schlage ich vor, wir stellen uns einfach mal vor, ein Land ist vergleichsweise arm an natürlichen Ressourcen. Genau deswegen legt es viel Wert auf eine technologiefreundliche Politik, die Forschung und Innovation befeuert, um das Land wirtschaftlich voranzubringen. Wir stellen uns weiter vor, dass kluge Ingenieure, kluge Forscher daran arbeiten, dieses Land in einer Zukunftstechnologie auf einen globalen Spitzenplatz etablieren will. Und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, würde ein solches Land nicht mit aller Kraft alles dafür tun wollen, dass man diese Technologie auch langfristig im Land hält? Und noch mehr, würde so ein Land nicht mit aller Kraft alles dafür tun, dass die Technologie dann auch entsprechend erfolgreich etabliert werden kann? Und Sie ahnen es, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Land, von dem ich spreche, ist nicht fiktiv. Wir sprechen von Deutschland und die Technologie, um die es geht, ist die Fusionstechnologie. Und leider passt an der Stelle die Vorstellung mit der Wirklichkeit in Deutschland überhaupt nicht zusammen. Es gibt nämlich einen entscheidenden Unterschied an der Stelle. Aufgrund der Haltung und aufgrund der Politik der Ampelregierung verpassen wir es gerade, dass wir die notwendigen Richtungsentscheidungen fällen, um die deutsche Fusionsforschung langfristig hier im Land zu etablieren und zum Erfolg zu führen. Und es zeigt sich leider auch sehr deutlich an vielen Beiträgen, die wir hier heute zu dieser Debatte gesehen haben. Die Fusionsenergie, haben wir da gehört, trägt aktuell nichts zur Energiegewinnung bei. Ja, genau deswegen müssen wir doch daran forschen, damit sich das in Zukunft ändert. Und verehrte Frau Ministerin, Sie haben am Mittwoch in der Regierungsbefragung gesagt, dass die Bundesregierung die technologische Souveränität Deutschlands als Kernelement identifiziert hat. Im Ziel stimmen wir da ja überein. Und deshalb müssen Sie sich schon die Frage gefallen lassen, warum verhindern Sie es denn nicht, dass zwei vielversprechende deutsche Start-ups, Marble Fusion aus München und Focused Energy aus Darmstadt, die sich genau mit dieser Technologie beschäftigen, sich in Richtung USA orientieren. Und damit nicht genug, damit wird ja auch langfristig der damit verbundene wirtschaftliche Nutzen und das Renommee aus Deutschland in die USA verlagern. Und da müssen wir jetzt einfach schnell handeln. Weil Fakt ist doch, wir sehen, dass eine Zukunftstechnologie von deutschen Unternehmen, von deutschen Köpfen mutig und innovativ vorangetrieben wird. Und dann stoßen die Akteure einfach an massive Grenzen in der Umsetzung. Und genau deshalb passiert, was wir doch eigentlich alle vermeiden wollen und wir auch vermeiden müssen im Übrigen. Sie verlagern die Projekte und die Forschungsschwerpunkte ins Ausland. Das Tragische daran ist ja, die Start-ups möchten eigentlich in Deutschland bleiben. Die wollen überhaupt gar nicht ins Ausland gehen. Sie entscheiden sich dann aber doch dagegen, weil es aus Gründen, also zum einen aus Gründen der Finanzierung, aber doch auch wegen den gegebenen Rahmenbedingungen hier in Deutschland, weil sie da faktisch überhaupt gar keine andere Möglichkeit sehen. Und es lässt sich an einem ganz einfachen Beispiel sehr anschaulich verdeutlichen. Nehmen wir mal ein deutsches Fusions-Start-up, das in Deutschland den Prototypen für ein Fusionskraftwerk bauen will. Welche politischen Rahmenbedingungen finden die denn hier vor? Welche Schritte müssen sie in Deutschland befolgen, damit sie diesen Prototypen bauen dürfen? Welche Genehmigungsverfahren gibt es? Welche Verwaltungsvorschriften sind zu beachten? Ich kann es Ihnen nicht sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie können es auch nicht, oder besser gesagt, vielleicht wollen Sie es auch einfach nicht, weil die Prozesse in Deutschland schlichtweg einfach fehlen. Und der Vorwurf, der gerade geäußert wurde vom Kollegen Holger Becker, wir würden da jetzt wieder irgendwie überregulieren wollen, wenn es dann soweit ist, das hat nichts, aber auch gar nichts mit Überregulierung zu tun, sondern damit, dass wir Planungssicherheit für die Unternehmen schaffen wollen. In der Realität sorgt die Bundesregierung nämlich nur für eins, maximale Planungsunsicherheit. Und Sie hätten hier den Platz, Akzente zu setzen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Stattdessen kommt da nichts. Stattdessen folgt aus der Politik nur Lehre am Innovations- und Zukunftsstandort Deutschland. Wenn man aber Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja. Letzter Satz. Was Sie bei der Fusionsforschung zeigen, beweist uns leider erneut, dass die Fortschrittskoalition ihrem eigenen Anspruch an der Stelle nicht gerecht wird. Und das ist schade. Die nächste Rednerin ist Dr. Anna Christmann für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin,
Liebe Nina Stahr, auch ich möchte noch mal mit einem Dank an dich anfangen für deine wichtigen Worte hier heute leider zum Abschied und möchte das noch mal aus Sicht vor allen Dingen der AG Bildung und Forschung unserer Fraktion betonen, dass wir dich natürlich ganz besonders vermissen werden. Wir wünschen dir alles Gute und auf Wiedersehen, liebe Nina. Zu unserer engagierten Debatte von heute möchte ich mit einem Bekenntnis der Bundesregierung beginnen, weil das ja so schön immer eingefordert wird. Fusionsenergie ist Ausdruck von Technologieoffenheit im Energiebereich mit der Perspektive einer klimafreundlichen Energieerzeugung in der Zukunft. Klares Statement im Rahmen der Kraftwerkstrategie der Bundesregierung. Hier besteht also gar kein Zweifel an der positiven Haltung zur Kernfusion und ihren Chancen. Auch der genannte Besuch von Minister Habeck in Garching hat gezeigt, wie groß das Interesse an dieser Technologie ist und natürlich auch die bereits bestehenden Programme, die genannt worden sind, der Agentur für Sprunginnovation, des Programms des BMBF mit 1 Milliarde, die angekündigt sind, zur Unterstützung dieser wichtigen Zukunftstechnologie. Ganz klar ist, Kernfusion ist ein wichtiges Forschungs- und auch zukünftiges Anwendungsfeld für die Energiepolitik der Zukunft. Und es gibt auch gute Argumente für diese Kernfusion, nämlich, wir haben es schon gehört, die Möglichkeit des Gaus ist hier nicht gegeben. Auch die Müllfrage stellt sich nicht in gleicher Weise. Und es gibt ermutigende Ergebnisse weltweit, dass hier tatsächlich auch Energie hinterher positiv herauskommen kann. Und wir haben einen sehr starken Forschungsstandort dazu in Deutschland. Und ohne Frage sollten wir dieses Potenzial nutzen. Und das werden wir auch nutzen. Und ich will dann noch mal auf einen Aspekt eingehen, der im Zentrum dieser Debatte noch nicht so stark stand, weil wir ja immer traditionell sehr stark eben über die Forschung in diesem Bereich reden, wo wir schon große Fortschritte gemacht haben. Aber was wir jetzt eben sehen, ist, dass wir auch an dem Schritt sind, wo wir in die industrielle Entwicklung gehen. Und die Frage, wie können wir hier auch einen gesamten Industriezweig in Deutschland, in Europa entwickeln, auf der Basis unserer Expertise, die wir haben. Und da will ich an die Spillover-Effekte erinnern, die beide Varianten, ob es jetzt laser- oder magnetbasierte Fusionstechnologie ist, haben können. Im Bereich der Magnetfusion ist es zum Beispiel in der Medizin der Fall, wenn es um Bildgebungsverfahren geht. Im Bereich der Laser sehen wir das jetzt schon, wenn es um die Untersuchung auch von radioaktivem Müll geht, haben wir hier ganz neue Möglichkeiten, das viel sicherer zu tun als bisher. Fusion kann also nicht nur Müll selber vermeiden, sondern auch mit dem Umgang des Mülls, den wir schon haben, helfen. Diese industrielle Perspektive, die sollten wir jetzt zunehmend unserer Forschungsperspektive hinzufügen. Das ist tatsächlich die Aufgabe der nächsten Zeit. Was ist also zu tun? Ich glaube, das zeigt ja auch diese Debatte hier wieder. Wir müssen trennen die beiden Debatten über den Ausbau der Erneuerbaren, der jetzt stattfinden muss und wo es gar keine Frage gibt, dass diese Bundesregierung hier mit vollem Engagement diesen weiter vorantreiben wird. Und im Übrigen, wenn dann von Urängsten gesprochen wird aus der Unionsfraktion, habe ich das Gefühl, die gibt es eher in Bayern gegenüber dem Netzausbau und nicht so sehr auf anderen Seiten. Aber wir müssen davon eben trennen, die Debatte über Fusionsenergie, die wichtig ist. Denn wir haben hier ohne Frage eine spannende Technologie. Und ganz unabhängig von der Frage, dass wir nicht wissen können, ob in 10, 20, 30 Jahren dort konkrete Energiequellen zur Verfügung stehen, ist es ein wichtiger Bereich, den wir entwickeln müssen. Und deswegen werden wir das tun. Auch in der globalen Frage müssen wir hier in Europa und in Deutschland eine wichtige Rolle spielen. Und das ist auch der Anspruch dieser Bundesregierung. Ich hoffe, da haben jetzt alle grünen Kollegen hier zugehört. Und die nächste Rednerin ist Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Christmann, danke für Ihre engagierte Rede für die Kernfusion. Man fragt sich nur, wenn man diese Debatte aufmerksam verfolgt hat, ob das, was da an Euphorie zu spüren war, denn auch von allen Koalitionsfraktionen einheitlich so getragen wird. Wir haben jetzt hier eine Vielzahl von Reden gehört, und ich muss sagen, bei Grünen und bei SPD schwankt das Spektrum der Bewertung von Euphorie über
Zukunftsspinner, über die Aussage, dass das alles mehr oder weniger Zukunftsspinnerei ist, bis zu wirklichen Horrorszenarien. Und dann frage ich mich wirklich, was ist die Position dieser die Bundesregierung tragenden Fraktionen als Ganzes? Und sind die Aktivitäten, die das FDP-geführte Forschungsministerium in diesem Bereich erzeugen will, überhaupt gesichert von einem politischen Konsens innerhalb der Regierungsfraktionen? Klar will ich auch stellen, ich weiß gar nicht, wieso immer wieder unterstellt wird, wir hätten gesagt, das sei jetzt die Lösung für die Energiekrise oder für die Bewältigung des Klimawandels. Wir haben in unseren Anträgen und auch in unseren Reden immer wieder betont, dass wir das nicht so sehen. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man muss das auch tun. Klar ist aber, wir setzen auf Kernfusion auch, und damit sind wir nicht alleine. Es sind etliche Forscherinnen und Forscher, die auch in den letzten Jahren Durchbrüche erzeugt haben, in ganz kurzer Reihenfolge, sowohl in der Magnet- wie auch in der Laserfunktion. Wir haben erst vor 2 Wochen die Forscher des JET in Großbritannien gehört, die wieder einen Rekord erzielt haben. Und wir haben hier in Deutschland, und das wurde ja zum Glück auch gesagt, wirklich eine exzellente Forschungsinfrastruktur, ganz tolle Forscher, die zu bahnbrechenden Erkenntnissen kommen. Die Start-ups setzen auf Kernfusion. Wir haben mittlerweile etwa 50 vielversprechende weltweit, 4 davon in Deutschland, und darauf können wir wirklich stolz sein. Die Investoren setzen auf Kernfusion. Etliche internationale Fonds investieren derzeit in Kernfusion. Man spricht von Investitionen von über 6 Milliarden privatem Kapital. Und es ist einfach so, wenn Menschen bereit sind, ihr Kapital in eine Sache zu investieren, und das auch in großen Mengen, dann ist das ein sehr guter Hinweis darauf, dass hier eine Sache viel Potenzial hat. Wir sind der Meinung, es wäre gut, wenn unser Land von diesem Potenzial profitieren würde. Und zwar nicht nur als Nutzer der Technologie, sondern als das Land, in dem der erste Fusionsreaktor steht. Und deshalb haben wir bereits im Mai 2023 einen Antrag eingebracht und darin gefordert, dass erstens ein klares Bekenntnis zur Fusionsenergie abgegeben wird. Das hat mir heute gefehlt. Dass ein Vorschlag für eine innovationsfreundliche Regulierung des Einsatzes von Fusionstechnologie erarbeitet wird, und zum Dritten, dass der Bau von Fusionsreaktoren angestrebt wird, und zwar mit vorkommerzieller Beschaffung und mit Meilensteinwettbewerben. Und zu diesem Antrag hatten wir dann auch eine sehr, sehr gute Anhörung in unseren Ausschüssen, und ausnahmslos alle Sachverständigen haben uns zurückgespielt, dass wir genau die richtigen Themen adressieren. Und deutlich geworden ist in dieser Anhörung, erstens, die Relevanz ist riesig, und der zeitliche Korridor, bis wann der erste Reaktor in Betrieb sein und Kernfusion auch wirtschaftlich werden könnte, wird mehrheitlich so auf etwa 20 Jahre prognostiziert. Es braucht zum Zweiten massiv weiterhin Forschung. Forschungsgelder müssen kontinuierlich und verlässlich zur Verfügung gestellt werden. Die Leopoldina hält das, was die Bundesregierung hier an Summen aufruft, für deutlich zu gering. Und es braucht zum Dritten eine adäquate Unterstützung von Start-ups. Denn Start-ups sind diejenigen, die sich schnell und beweglich auf den Weg machen und das, was in der Forschung passiert, dann auch schnell auf den Weg bringen. Wir schlagen als Methode die vorkommerzielle Beschaffung vor, der Staat als Ankerkunde, der die privaten Akteure die besten Lösungen im Wettbewerb entwickeln lässt. Und dazu braucht es Fachkräfte. Und deshalb gilt es sicherzustellen, dass Technikbegeisterung unterstützt wird, dass die Universitäten attraktive Studienangebote machen und dass aus den Hochschulen und aus den Instituten neben genialen Forschern eben auch gute Fachkräfte für die Wirtschaft entstehen. Und schließlich braucht es, und das ist der Kern unseres heutigen Antrags, ein regulatorisches Umfeld, das Investitionssicherheit schafft. Und dann reicht es nicht, wenn die Ministerin sich dafür einsetzt. Sie muss es voranbringen. Sie ist ja in der Regierung. Nach welchen Regeln würde man heute einen Fusionsreaktor bauen? Möglicherweise nach dem Atomgesetz. Aber Fusion und Reaktion unterscheiden sich eben fundamental physikalische Eigenschaften wie Halbwertszeiten, Aktivität, Strahlenart und Abfallprodukte sind komplett verschieden. Und deshalb ist es so wichtig, um Investitionssicherheit zu schaffen, dass wir einen regulatorischen Rahmen schaffen, der Sicherheit gibt, dass wir weiter in Forschung und auch in Start-ups investieren. Und deshalb wollen wir ein Bekenntnis zu dieser Technologie und deutliche Aktivitäten dieser Bundesregierung sehen.
Der nächste Redner ist Rupert Stüwe für die SPD-Fraktion. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag ist, glaube ich, maßgeblich aus Düsseldorf inspiriert. Zumindest musste ich sofort an den Song der Toten Hosen denken, als ich den Antrag gelesen habe. Wie schön wäre es, eine Technologie zu haben, die alle unsere Energieprobleme löst, ohne dass wir irgendwas an den bestehenden Strukturen und Verhältnissen ändern müssen. Die Antwort ist leider so traurig wie ernüchternd. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Und trotzdem, nichts ist in der Wissenschaft so wichtig, wie seinen Träumen nachzugehen, für grundsätzlich andere Lösungen für die Probleme zu suchen. Und deswegen unterstützen wir genau in der Wissenschaft auch die Kernfusionsforschung mit allen Mitteln. Wir unterstützen eines der weltweit führenden Institute, das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in München und in Greifswald, und das schon seit den 1960er Jahren mit einer hervorragenden Grundlagenfinanzierung. Sie sind in die Europäische Atomarbeitsgemeinschaft eingebunden. Wir beteiligen uns an den Großforschungsinfrastrukturen. Wir geben auch 2023 370 Millionen Euro für Fusionsforschung, haben wir in Aussicht gestellt. Wir investieren weiter in internationale Projekte. Der Bundeswirtschaftsminister war da. Wir glauben an die Forschung zur Fusionsenergie. Aber in meiner letzten Rede habe ich auch klar gemacht, die deckt eben nicht den Energiebedarf von morgen. Und es ist eine fatale Illusion zu glauben, einzelne eventuell entstehende Technologien würden die Lösung für unseren gesamten Energiebedarf sein. Und weil wir, glaube ich, schon von vielen Kolleginnen und Kollegen, vom Kollegen Mann, von der Kollegin Sitte, viel zum technologischen Umfeld gehört haben, in dem sich das einbettet, lassen Sie mich einfach zu den Anträgen der Union zwei Vorschläge machen. Über die Regulierung reden wir einfach, wenn wir einmal positive Energie erzeugt haben. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, wenn wir dazu kommen, dass bei den großen Erfolgen, die wir haben, dann auch wir mal so viel Energie rauskriegen, wie wir da reingesteckt haben. Dann können wir uns auch darüber schauen, wie wir das in Zukunft regulieren können. Und bei den Start-ups haben wir es ja dann doch schon durch die Rede auf zwei runter reduziert, um die es hier anscheinend geht. Da würde ich ganz stark darum bitten, die Infrastrukturen zu nutzen, die wir auch bereitstellen, und zum Beispiel sich vertrauensvoll an die Sprint zu wenden und zu gucken, was es da für Unterstützung gibt. Auch das hat die Koalition hervorragend geregelt auf diesem Gebiet. Und dann, wir haben sie in die Freiheit entlassen. Und dann hat dieser Bundestag ja einen großen Vorteil. Er ist umgeben von großartigen Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen. Da kann man zum Beispiel mal ans Fritz-Haber-Institut in Berlin gehen. Da forscht Professorin Roldan zur Wasserstoffelektrolyse, zum Transport von Wasserstoff. Und ich finde, das sind genau die Themen, die dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Implizit machen Sie das in dem Antrag. Und da ich aus Stege-Zehlendorf komme und mir einen Wahlkreis mit Nina teile, will ich es dir noch einmal sagen. Vielen Dank, was du in diesen zwei Jahren im Deutschen Bundestag für unseren Bezirk und politisch hier geleistet hast. Und dass der Widerspruch aus der Fraktion kam, deren Kernkompetenz ist, hier breitbeinig zu sitzen und andere zu beleidigen, das sollte uns nur stolz machen. Mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus haben wir gemeinsam politisch angefangen, und der wird weitergehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Und damit schließe ich die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 28. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Stärkung der Fusionsforschung auf Weltklasseniveau. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10/234 den Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 19/07 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Koalition und die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die Opposition. Wer enthält sich? Das ist niemand. Wie bitte? Nee. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.
Zusatzpunkt 18. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10383 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 9.